Dem habe ich eine mitgegeben. Das ist noch sein Kumpel. Das waren jetzt hier aber keine 80 Meter. Eventuell hier seinen anderen Schreiheitsfreund. Na, wir können mal gucken. Oh, glaube ich nicht. Das waren keine 80 Meter. Nee. Hm. Aber falls Tarkov doch nicht mehr spielbar ist, Leute, was wollen wir dann zappeln? Ich weiß es nicht. Ich habe kaum Gelüste auf irgendwas anderes. Ich meine, so am Wochenende mal ein bisschen World of Warcraft. Und jetzt auch mit meinem Sohn. Zusammen. Ich habe ja jetzt den Account, meinen zweiten Account, wieder auf umständlichste Art und Weise endlich wieder herstellen lassen. Es war eine Qual. Und aber shootertechnisch reizt mich nichts. Eventuell dann Hand Showdown nochmal, weil das. Das ist, nichts kann Tarkov ersetzen, Mann. Das ist halt die Sache. Und auch die viel zitierten und wie sagt man, hochgelobten Tarkov-Killer kannst du ja alle vergessen. Das ist ja alles nichts. Es kommt halt nichts an Tarkov ran. Sonst liefen auch immer mal Skeps hier unten rum, so an dem Felsen. Alles nicht mehr da. Wegrationalisiert. Da schießt einer Skeps. Da hat er noch eine Schrotflinte dabei. Oh. Ah, es ist noch arschdunkel, Mann. Aber ja, geil. Ich würde auch direkt hier zum Energiewerk laufen. Jetzt bin ich nur schon mal hier. Sind das 80 Meter? Vielleicht, wenn sie hinten an der Ecke stehen. Da ist er wieder. Wir warten, bis er sitzt. Hey, ich halte doch die Luft an, Alter. Yes. So kommt, Leute, betrauert ihn. Jetzt könnte sein Kumpel angewackelt kommen, sich daneben stellen, ein bisschen rumjammern. Sich dann auch gleich einen Headshot abholen. Dann hätten wir Nummer 7, dann kommt der Nächste, der alle zwei, der hat die zwei anderen betrauert, die ich vorher erschossen habe. Dann hätten wir Nummer 8. Ja, siehst du nichts. Ja, sind die Witterungsverhältnisse sind jetzt nicht mehr so gut. Ist nur noch eine graubraune Masse hier. Guck ich mal zurück zum Energiewerk. Was sagt die Uhr? 34. Vielleicht sind ja da mittlerweile wieder welche gespawnt. Ich habe das nie beobachtet. Ich weiß nicht, ob das
glaube, Sniper spawnen nicht nach, oder? Ich weiß es nicht. Kann es nicht mal sagen, Mann. Ja, weil man sonst ja eigentlich auch mal seiner Wege geht. Man erschießt die und dann geht man weiter. Man kommt selten dahin zurück. Um nochmal zu testen, ob die wieder da sind. Dann auf zur Tanke. Babuschka. Sehe nichts. Doch, da wartet Jungs, da. Waren das 80 Meter? Yes, yes, Sir. Geil, 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 geil. Gegessen und getrunken habe ich, ja, okay. Dann pack ich den Splint hier rein. Bin ja Pfennigfuchser. Okay, von hier bis dahin sind es 80 Meter. Das ist gut. Also mindestens. Alter, das machen die doch mit Absicht. Jungs! Alarm! Skeff ist da und bejammert seinen toten Kumpel. Wir müssen uns beeilen. Ich muss ein bisschen näher ran. Ey, wenn da jetzt wieder weggelaufen ist, Alter. Nein, er ist... Just in dem Moment, wir kommen hier an, er ist weg, Alter, nein. Was für ein Vollidiot. Aber er kommt bestimmt mal wieder. Glaube an dich. Da ist er wieder. So, jetzt Konzentration. Oh, ich hab vorbeigeschossen. Mann. Du darfst nicht nachdenken. Um wirkungsvoll zu schießen, musst du in dir selbst eine Leere schaffen. Wir nennen es Wushu. Darf ich nicht wundern, ich habe letztens Karate Tiger 1 geguckt. Einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Jugend. Da war ja Bruce Lee erschienen in seiner Fantasie, glaube ich, und hat ihm gesagt, um wirkungsvoll zu kämpfen, musst du halt in dir eine Leere schaffen. Ich habe das mal jetzt aufs Schießen umgemünzt. Aber ich stehe unter Druck, Jungs. Ich kann ja in mir eine Leere schaffen. Ey, da ist ein Skeff, Alter. Er hat seine Rübe in Stings gesteckt. In den Hidden Stash. Yippie. Yippie. Das war aber... Oh, Alter, hat der einen Fleck hinterlassen. Sonst sind die doch immer so mobil dort hinten auf der Insel. Laufen hin, laufen her. Das ist doch ein Spieler, oder? Das sieht aus wie ein Spieler an einer großen Rucksack, oder?
Irgendwas habe ich, glaube ich, erschossen. Würde ich sagen. Er hat dahinter gehockt. Ich habe eine leichte Bewegung gesehen, habe drauf geschossen und dann... Ach nee, da ist er noch. Mist, er ist gekrochen. Ich habe ihn nicht gesehen. Er war dort im Gras. Da ist er wieder. Er will testen. Okay, Männer, er ist noch da. Den halte ich da hinten auf der Insel, Junge, bis die Zeit abläuft. Die Zeit hat er noch 20 Minuten. Weg ist er vom Fenster. War das ein Skeff? Es war ein Skeff. Geil. Ein Skeff-Spieler. Würde ich sagen. Gut, 9 von 12. Dann wieder zurück zur Tanke. Und? Yes! Geil! Plus Kack-Skeffs, oder? Alter, Scheiße. Ey, jetzt habe ich wohl keine Energie mehr, sag mal. Oh, ey. Oh, wenn's kommt, dann kommt's knüppeldicke Alter. So ein Scheiß. Ja, Dirk, ich bin auf dem Weg, Mann. Ich bin auf dem Weg. Jetzt kann ich nicht mehr mal rennen. Ja doch, er regeneriert bisschen macht er noch. Hoffentlich legt uns jetzt hier vorne kein Skeff um. Warte. Ach Mann. Ich habe die Luft angehalten, aber hat geschwankt, Alter, wie so ein alter Lastkahn. Er schwankt. Okay, das war's. Hauptsache er trifft. Das wird nichts mehr, Jungs. Adios. Muchacha! Na klar, los. Also mit Ironside. Pah. Na gut, auf die Distanz, das war jetzt nicht so. Ihr Ficker, ich mache ich fertig. Zeigt euch. Ihr dummen Schweine. Wenn ich euch brauche, seid ihr nicht da.
Da, in die Fresse. Einer muss mich aber abknallen. Da war doch noch einer. Ist der hier? Hat er sich aber angestrengt, Alter. Da kam schon das Arschwasser bei ihm zu den Ohren heraus. So, gut. So viele Scavs und nur 5 davon, die zählen. Ey, 174 Meter, 160 Meter, 190 Meter, 180. Dann waren das ja... Alter, dann waren das ja... Boah, dann waren das ja weit mehr als 80 Meter, auch an der Tanke da unten, ey, wie ich mich verschätzt habe. Sind die Idioten ja schon wieder nicht da? Doch. Oh, Feuermodus umstellen. Distanz 100 Meter ungefähr. Ja. Er läuft weg. Er läuft einfach weg. Habe ich auch zu lange gezögert, ich Idiot. Ja, aber jetzt ist schon wieder so. Jetzt will man es wieder erzwingen. Oh. Oh, da ist er wieder. Jetzt falsche Tasten gekommen. Ach, Alter, leck mich. Er verpisst sich direkt. Kaiser, grüß dich, herzlich willkommen. Da ist er. Hä, wieso haben... Hä? Verstehe ich nicht mehr. Uns haben nur noch 2 gefehlt? Was ist denn da los? Habe ich vorhin den einen wahrscheinlich doch auf 80 Meter unten erschossen? Am Kran? Da habe ich ja gar nicht mehr geguckt. Okay, geile Sache. Ja, was nu? Ich fühle mich jetzt irgendwie arbeitslos.